Damenwall im Zarenstall, könnte man sagen, verehrte Zuschauer. Im 18. Jahrhundert wurde von Carlo Rossi hier diese Halle gebaut. Der Zar hat seine Pferde drin trainiert. 1917 hat Lenin hier seinen revolutionären Fuhrpark untergebracht. Inzwischen eine moderne Sporthalle, Austragungsstätte der Goodwill-Volleyballspiele. Vier Wände, ein Dach, ein Stück Zeitgeschichte. So einfach kann das manchmal sein. Die deutsche Mannschaft in blauer Spielkleidung in der Auseinandersetzung gegen den russischen Top-Favoriten. Und die Russen führen hier mit 4:2 im ersten Satz. Knapp 2000 Zuschauer hier in der Halle. Bei tropischen Temperaturen. Und die Russen mit der kompletten Besetzung ihres Meisters von Walochka Sverdlovsk. Da hat es Trainer Nikolai Karpol einfach, die Mannschaft auf Zack zu bringen, ihr Schliff beizubringen. Und hier im Bild mit der Nummer 1, Susanne Lahme, die in italienischen Diensten steht hier. Die Schwerinerin Christina Schulz vom deutschen Vizemeister bei der Aufgabe. Aber weiter 4:3 in diesem Fall. Agienka hier ganz groß im Bild, die 29-Jährige, die älteste im russischen Aufgebot. Sie hat alle Höhen und Tiefen dieser Sportart bereits erlebt. Guter Block von Ines Bianca mit der 10, der deutschen Schuhspielerin, hier im Bild. Und der Ausgleich, 4:4. Christina Schulz, Konstanze Radwan, sahen wir da ganz kurz. Der erste Sechser mit Lahme, Radwan, Roll, Bianca, Schulz und Reining. So hat Köhler sein Aufgebot gestaltet. Und da kam dieser Angriff von Valentina Agienka. Sie kennt alle Schliche und Kniffe dieser Sportart im internationalen Geschäft und holt die Aufgabe zurück. Sprungaufgabe, Hinterfeldangriffe, alles, was die Männer demonstrieren, das versuchen auch die Frauen. Bei den Sprungaufgaben klappt manches schon sehr gut, bei den Hinterfeldangriffen weniger. Das muss ich alles erst in den Kombinationsfluss des Spiels einordnen lassen. 5:4 für die Russen im ersten Satz. Ines Bianca, die 25-Jährige vom VC Schwerte. Eine Zuspielerin mit internationaler Klasse. Von Köhler gut eingestellt, das Team hier, und warm gemacht und eingespielt vom Meistermacher unter anderem Lehwan, dem Koreaner, der hier mit sehr viel Feingefühl den Mädchen versuchte, das richtige Ballgefühl vor dem ersten Aufschlag beizubringen. Inzwischen steht es 11:9 für Russland und die deutsche Mannschaft mit beachtenswert gutem und klugem Spiel. Immer wieder sichere Blockarbeit, auch gute Angriffsaktionen und Susanne Lahme am Ball 10:11. Ausgleich 11:11. Die blonde inzwischen Italienerin. Prägendes Merkmal des russischen Spiels, außerordentlich harte Schläge. Zwei Damen mit Sprungaufgaben, die etwa die Männerqualität bereits haben. Silvia Roll hier. Und aus dem Hinterfeld Tatjana Menschowa. Und wenn sie frei zum Schlag kommt, ist da kein Kraut gewachsen. 12:11 für die russische Mannschaft. Und Siegfried Köhler hat aus taktischen Gründen verständlich natürlich eine Auszeit genommen. Hier Valentina Agienka, hier die deutsche Vertretung, hier mit Siegfried Köhler, dem Bundestrainer. Silvia Roll, die Schwerinerin, labender Schluck. Beide Mannschaften, der Mann ist interessant, meine Damen und Herren, von 78 bis 82 Trainer der Auswahl, dann wieder seit 1987 und er macht ja auch den Club Uralochka Sverdlovsk, hat also alle seine Schäfchen unter der Haube. So, was bleibt? 12:11
für die russische Vertretung im ersten Satz nach wirklich gutem, zum Teil sogar sehr gutem Spiel des deutschen Sechsers. Schnelle Reaktion von Jelena Bukhtina, die 23-Jährige, und 13-11. Marina Nikulina. ...31 Jahre, Agenka und Menschawa und sie, das sind die drei, die den Stamm bilden, den Nervenstamm sozusagen. Und einer Block von Batukina zum 14-11. Sie bleibt am Ball. Da haben wir Schwierigkeiten und Ball verzieht. 15-11. Der erste Satz an die russische Mannschaft. Im Eishockey würde man sagen Powerplay, und nur so ist das zu vergleichen, was die russische Mannschaft gegenwärtig hier aufzieht. Im zweiten Satz führt sie gegen Deutschland mit 9-5 nach unwahrscheinlich kraftvollen Attacken und Aufschlägen, vor allen Dingen von Menschawa und Nikulina, die also wirklich an Härte den Männern ja kaum nachstehen. Perfekt beherrscht bereits. Und der eine oder andere Hinterfeldangriff war im zweiten Satz bei den Russen auch zu sehen und erkennbar. Köhler hat gewechselt, auch Claudia Wilke ist jetzt neu gekommen vom TV Kreglingen. Für Silvia Roll kam Jacqueline Riedel mit der Nummer 6. Und der Stand 9-5. Nikulina macht es ein bisschen auf die Ruhe. Johanna Reining. Die 20-Jährige, natürlich ein bisschen nervös und aufgeregt. Alle haben einmal angefangen. Ja, das haben sie gut gemacht. 5-10. Am Ball Christina Schulz, die 24-jährige Schwerinerin. Sitzt eine Kraft dahinter bei allen, die dort im ersten Sechser der russischen Mannschaft spielen. Immer wieder gelenkt von der Eins, von Agirka, von Menschowa, von Nikulina. Die großen Denker und zum Teil dann auch Vollstrecker im Spiel. Und Fehlerquote von Johanna Reining, die gar nicht zurechtkommt, ist groß. Und da wechselt Köhler sofort. Und Silvia Roll vom deutschen Vizemeister kommt wieder. Und davor zieht sich der Wechsel. Natalia Marozova, 21 Jahre, 1,88, 78 Kilo. Das sind so in etwa die Angaben, die sich alle gleichen bei den russischen Spielerinnen, die auch Gewicht haben, um das hinter den Schlag zu bringen. Und das beherrschen sie. Und hier wieder Agirka in ihrer Lieblingsangriffsszene seit Jahren eigentlich schon. Und Auszeit von Siegfried Köhler beim Stand von 12-5 für Russland. Beide Mannschaften für die Weltmeisterschaft in Brasilien im Oktober qualifiziert. Die Deutschen in der Gruppe mit Brasilien. Und sie sind dominierend gegenwärtig im Weltvolleyball der Damen. Dann Rumänien und Korea. Die Russen werden sich auseinandersetzen in der Vorrunde mit Italien, der Ukraine und mit den wiedererstarkten Chinesen, wiedererstarkt seit Barcelona 92. Auch heute gaben sie schon einen ersten Einblick bei ihrem 3-0 gegen Japan. Claudia Wilke, TV Kreglingen sahen wir kurz, und wieder Marozova. Na, da hat Rolli versucht, das Möglichste draus zu machen. Der Block stand da nicht. Glück für den deutschen Sechser. Und dann doch Ball bei den Russen. Sie bleibt am Leder. Nutzt fast die ganze Halle. Agirka
Na, diesmal stand der Block. Diesmal hatten sie aufgepasst, Jacqueline Riedel und Silvia Roll. 5 zu 13. Die deutsche Zuspielerin Ines Bianca. Immer wieder dieses Hinterlaufen der Zuspielerin, was wir von Valentina Gienka sehen. Achtung, jetzt wieder Gefahr. Batukina. Da kommt wieder Feuer in den Ofen. Und das war harmlos, was wir da sahen. 14 zu 5 und Satzball. Boah. Nun Silvia Roll. 5-14. Erster Satz 15 zu 11. 11 für Russland. Da macht sie es auf diese Art und Weise mit einem Wischer mit dem langen Arm und holt die Aufgabe zurück. Und nun kommt die Dame mit dem schlichten Namen Maria Lichtenstein, 18 Jahre jung, auch vom russischen Meister Urolotschka Sverdlovsk. Und das war Sula Sanelame, von der der Bundestrainer sagt, sie kann alles und sie kann eigentlich alles noch ein bisschen besser. Aber einer allein ist halt zu wenig. Hoher Einsatz auf beiden Seiten. Ja. Aber leider nicht im Feld. Sonst sah es gut aus, was Claudia Wilke da machte. 14 zu 5. Satzball. Agienka, sie wird es auf die sichere Masche tun. Das kennt man von ihr. Ah, Susanne Lahme. Gut von Bianca gespielt. Und die Ex-Berlinerin nun in italienischen Diensten am Aufschlag. Ja. Ad 1 stand der Block und zum zweiten Mal hat er dann mächtig irritiert. Schulz und Wilke. Susanne Lahme wieder. Und Block aus. Erneut Satzball für die russische Mannschaft. Die Schützlinge von Trainer Nikolai Karpoy. Achtung. Oh, da sitzt etwas dahinter. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Nach dem 15 zu 11 im zweiten Satz ein absolut klares und von den Russen dominiertes 15 zu 6. Mit einem 3 zu 0 ist gerechnet worden, aber vielleicht nicht in dieser Kürze, vornehmlich beim zweiten Satz. Die 29-jährige Spielgestalterin. Block angeschlagen, dann hat Ines Bianca noch einmal versucht zu retten, was zu retten ist, aber das 12 zu 10 ist dann perfekt. Sie wieder. Mit der Ruhe der Erfahrung. Ach, Susanne Lahme. So möchte Köhler sie immer sehen. Am Ball. Ja. Vom Block ging diese Aktion aus und dann kam der Ball zurück und von Bianca gut gespielt für Christina Schulz. 12 zu 10. Aber nun Menschowa. Zum Glück macht auch sie Fehler beim Aufschlag. Stärkste Aufschlägerin in diesem Spiel. Und ich kann sagen, nachdem ich heute alle Spiele gesehen habe, im gesamten Starterfeld dieser Goodwills. Und Silvia Roll. Oh.
Das gefällt den 2000, dieser Krafteinsatz von Tatjana Menschowa. 12 zu 10. Und nun Nikolina. Ja, da sitzt zu wenig Druck, deutschen Spiel dahinter. Dann und wann Silvia Roll explodiert. Das kann sie. Sie gehört zu den veranlagtesten Spielerinnen im deutschen Sechser. Kam jung in die Nationalmannschaft, war in Bremen dann bereits eine derjenigen, die das Spiel maßgeblich getragen hat. Nein, da ist nichts mehr zu machen an dem Ball. Und Marozova beim Stand von 12 zu 10. Weit und hoch. Agienka-Variante von Jacqueline Riedel. Aber der Block hat aufgepasst. Die Spezialität der Russen und sie wissen auch das Gegenmittel. 13 zu 10. Lahme verzieht. Das war sie nicht, so wie wir sie kennen. 14 zu 10, Satz und Spielball. Und noch einmal der im Spezial an der Valentina Agienka zum 15 zu 10. Damit 15-11, 15-6, 15 zu 10. Klares 3 zu 0 der russischen Mannschaft gegen Deutschland.